Eine erste Ausstellung in Deutschland im Jahr 1892 sorgte für einen großen Skandal. Die Bilder provozierten die konservative Kunstszene. Der Norweger Edvard Munch gilt seit dieser Zeit als Mitbegründer der modernen Malerei. Die neue Pariser Ausstellung seiner Werke wird wohl nicht das gleiche Aufsehen erregen, ist aber dennoch schön anzusehen, nicht nur für Kunstkenner. Der Titel: Ein Gedicht über Leben, Liebe und Tod. Leuchtende Farben, ein unverkennbarer Pinselstrich und viel Emotion. Mehr als 100 Werke des norwegischen Künstlers Edvard Munch sind ab heute im Pariser Musée d'Orsay zu sehen. Darin nicht nur seine berühmtesten Motive wie die Madonna oder der Schrei. Den Kuratorinnen geht es darum zu zeigen, dass das Werk von Munch deutlich vielfältiger ist. Il se renouvelle. In seinem langen Schaffenszyklus hat er sich immer wieder künstlerisch erneuert. Er hat weiterentwickelt, wie er malt, welche Farben er benutzt. Im 20. Jahrhundert zum Beispiel hat er viel heller gemalt. Und gleichzeitig erkennt man immer, dass er sich treu bleibt. Edvard Munch gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. 6 Jahrzehnte war er künstlerisch tätig und hat mehr als 26.000 Kunstwerke hinterlassen. Darunter Grafiken, Zeichnungen und Gemälde. In Munchs Arbeiten geht es um essentielle Erfahrungen wie Liebe oder Freundschaft. Oft geprägt durch persönliche Erlebnisse wie den Tod der Schwester. Mit dem Heruntertropfen der Farbe, was sehr modern ist, zeigt er die Angst vor dem Tod. Und nebendran sieht man leere Gesichter wie Gespenster. Die Ausstellung in Paris zeigt aber vor allem, dass Munchs Werk weit weniger düster ist, als viele denken. Königin Elisabeth II. Ist gestern Abend im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Ihre letzte Ruhestätte sei nun an der Seite ihres verstorbenen Ehemannes Prinz Philipp, teilte der Palast mit. Zuvor hatte es eines der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte gegeben. Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwiesen der Queen auf den Straßen von London und Windsor die letzte Ehre. Angereist waren auch zahlreiche Staatsoberhäupter.